I got us adjoining rooms. Hello. Okay. This is civil. You look horrible. And you're missing an arm. Go over there. Der ist sehr unheimlich. Put your things down. Let me out! Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things. Was stimmt mit dem nicht? There. This is all I've got, okay? You travel light. I don't believe you. Okay, fine. That's what I thought. You shouldn't lie. Sit down. Do you know who I am? No. I don't know anything about you. You wouldn't. People like you don't. Now you're thinking, who would have it out for me, huh? A few weeks back, there might have been a station wagon in the forest, full of all sorts of food, water, things you need to survive. Yeah, I'm not some cannibal, Lee. Some killer out in the woods. Some villain. I'm just a dad. I coach Little League. Everything was just out there for the taking. We were starving. For the taking? Do you know what you took from me? I'm sorry. Whatever it is, whatever happened, you have to hear that I'm sorry. That doesn't mean anything to me. I wish it did. I'm not a bad man. I don't believe in vengeance. But I've got nothing left. Have you ever hurt somebody you care about? Yes, of course. Who? My wife. Clementine said she wasn't with you. I hurt her a long time ago. How? In a lot of ways. She traveled for work. I didn't like that. I wanted a family. A reasonable thing to want. So we fought, and it made my biggest fear come true. Got sick one day on my way to class, canceled it and went home. Found her there with someone else. Killed him. I was mad at her for so long, and I can't imagine how much pain she felt. How about you? I hurt her so bad. My son Adam went missing. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. Then you took all of our things. You robbed us. I could have earned her trust back, Lee, but not after that.
I'm sorry. The hungrier we got, the more she blamed me. Until she finally took our daughter Elizabeth and left. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? We all do. Some more than others. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. I did what I had to. You abandoned a defenseless, grieving woman. You weren't there. The sweatshirt she's wearing was my boy's. You stole that from us. We were starving. It was cold. So my family starved in the cold! How could you know all this? You're a monster. You're a murderer and a thief. And I'm gonna hurt you so bad. I'm sorry! I hear that. After I heard Clementine on the radio and realized who you folks were, I came after you purely for revenge. But the more I heard about the things you did and the danger she was in, our plan changed. Lee, listen to me. I need you to hear this before what happens next. I can take care of her. We can have a family. I bet you don't even know how old she is. She's 8. Wrong. She's 9. But... her birthday was 6 days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. Let us go. No. No, I don't think so. You're going away, and we're starting a new family. Hey, honey. I think this is all gonna work out. What are you... I'm glad too. Irgendwas stimmt mit dem nicht. I wish you wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Whoa. Oh, Scheiße. Komm schon, wie lange dauert denn das? Damit er nicht wiederkommt. He would have come back. Ja. That's right, sweet pea.
I'm sorry. I'm sorry. Shh. It's okay. It's okay. Your arm's gone. Why? That's so scary. I had an accident. We'll talk about it somewhere safe. You don't smell good. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Clem, it's okay. We need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. I'm sorry you had to see that. He was going to kill you. And take you. Yeah. Oh mein Gott. Okay. Guckt wie ein perverser Typ. Das war nämlich auch mein erster Gedanke, die Ideenschmiede, als ich den gesehen habe. Da habe ich auch erst gedacht, dass da irgendwie sowas hinter steckt. Therapiestunde. So lange belabern, bis einem was einfällt. Ja, genau. Könnte mich an viele Details gar nicht mehr erinnern. Ja, was ich mich aber gefragt habe, ist, was wäre denn passiert, wenn wir diesen Wagen in Ruhe gelassen hätten? Also wäre entweder, hätte uns irgendwie die Gruppe überstimmt und wir hätten das so oder so leergeräumt, das Auto. Oder, ich weiß nicht, die hätten ja nicht das komplette Element mit der Entführung weglassen können für das Spiel. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Which way out? Through there. Jesus. Don't look in there. No, I know. Okay, ja, doch, ein bisschen krank ist er schon. Das ist wahrscheinlich entweder der Kopf seiner Frau oder der Kopf seiner Tochter. Gut. Reach to the other room. There's nothing in there. Can we go? Yeah, of course. Which way out? Through there. Okay, da können wir gar nicht rein. Du hättest zwar nichts genommen, aber die anderen, und wenn du das gesagt hättest, hätte er dir vorgehalten, dass du es verhindern hättest müssen. Okay, also wie man es dreht und wendet, man hätte es nicht richtig machen können, in Anführungszeichen. Ob ich noch lange machen will? Das Problem ist, eigentlich wollte ich jetzt Feierabend machen, aber das Spiel fühlt sich so nach kurz vor Schluss an. Wir sind schon fast ein Zombie. Der wird nicht auf uns reagieren. Eine Kugel. It didn't bite you. Yeah. I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. I had to get through a bunch of them to get here. That's how we'll get out of Savannah. Ja, jetzt kommt die Idee aus der Serie oder aus dem Comic. jetzt wird's lecker. Jetzt wird's lecker. Oh no. Okay.
Clems schöner Pulli. There. That should do it. I hope so. Wie sie guckt. And you're missing something. I thought it was gone. I thought you were gone. Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. I'll keep you safe. Ob wir die anderen beiden nochmal wiedersehen? Nelly sieht inzwischen so aus, als könnte er sich schon dazugesellen. Oh, ich kann auch gar nicht nach rechts und links. Ich kann tatsächlich nur geradeaus laufen. Kommt eigentlich in fast jedem Zombie-Film vor das Schminken mit Eingeweiden? Ja? Huch! Rose Azonia, willkommen im Fuchsbau. Mach's dir gemütlich. Vielen Dank für den Follow. Oh nein. Das ist die Mutter. Clem, don't. Oh nein, und Lee. Oh nein. Nicht jetzt. Oh, dann nicht jetzt. Lee, wake up! Please don't be dead! Please, no! Lee! Oh God, sieht er übel aus. I was so scared! I thought you left me! I saw my parents! I know. They didn't get to you, right? No. We got away. They're dead, for sure. As fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. Komm schon, komm schon. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. There's no time to be upset. Okay. I'll try not to be.
be a way out over there. Good, good girl. Let's go. Might be a little slow. I'll help you. Oh Gott. Ah, es ist übel. Die Kleine mal wieder schlafen kann, traumatisiert fürs Leben, ja. Und du hast auch willkommen im Chat. Und GLFFTY, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen ausspreche. Guten Abend. Oh Gott, ist das übel. Mein Verantwortungs... I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. You couldn't have known. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Gifty. Ah, okay. Gifty. Dann willkommen im Chat. Verantwortungsvoller Zombie hat seinen Wachposten nie verlassen oder seine Arbeitsweise nie geändert. Nein. So beginnen doch alle Happy Enden, oder irre ich mich. Ja, es ist gerade so ein bisschen, einem bricht so ein bisschen das Herz, wenn man Clementine jetzt sieht. Ihre Reaktion und alles. Get up, Lee! The door is right here! Komm schon, steh auf, steh auf. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Komm schon. Ich drück so schnell ich kann. Normalerweise reicht das bei den Events. Aber jetzt nicht mehr. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You have to keep away from me. But Lee... Whatever you have to do to keep me away from you, you have to. Okay. We'll figure it all out. Don't worry. Können wir irgendwas machen? Irgendwas? There's a chair over there. Wow. The way out's through there, Clem. I know. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow! Not with your hand. Nimm den Stuhl dafür. There's a chair over there. Benutz doch den... ach, guck mal, da ist ein Baseball-Bat. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Gerade schmiert mein PC ständig ab. Wenn ich also weg bin, schaue ich den Rest am Handy. Kann mich aber nicht mehr verabschieden. Alles klar, Euka. Weiß ich Bescheid, dann eine gute Nacht dir schon mal. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Good job. Behalt den Schläger. Vorsicht, Vorsicht. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. The way out's through there, Clem. I know. Ach so, der Schlag. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Clem, open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys, probably to that door, and everything you'll need.
handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? No matter what happens, you're safe then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. You only have to deal with him now. Strapped over there. If you're careful, you can get what you need from him. Wieder Laune, Bällchen, hi. And then the gun. Yeah, the keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? Die Waffe. Get the gun, Clem. Always the gun. Get him! Get him! Oh nein, das war falsch. Irgendwas habe ich vermasselt. Oh Gott, irgendwas... Da. Watch out! Komm schon, fall auf den Kopf. Oh, falscher Kopf. Ja, toll, das geht nicht. Kann ich irgendwas tun? Was kann ich tun? I did it. I got him. Care of yourself, see? No, not all the time. Yeah, you care. Don't worry. You're strong, Clem. You can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. You gon' see bad stuff, but it's okay. My parents. It's so horrible. I can't imagine, Sweet Pea. And now you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. You can leave me. It's okay. You'll be just like them. It's okay. It won't be me. Please. Clem, it's time to go. You gotta get out of here. You can come with me. No, honey. I can't. It's okay. Please. You have to go. Now. Maybe. Maybe. Maybe I shouldn't let you turn. I don't want you to have to do that. Save the bullet. I'm not going anywhere. Have to always think about what you might need later. Pulling the trigger of a gun, ending a life, Clem. You feel yourself lose something every time. The first time, the most. Don't do it unless you absolutely have to. I'll go. I'll leave you. I'll go as fast as I can.
and as safe as you can. Always be safe. Find Omid and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. And Clem. Stay away from the cities. Definitely. They're just not worth the risk. And also, what? What is it? No, don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Boah, was für ein Ende. Das ist das Ende? Okay. Wow. Boah, ist das heftig. Und irgendwie, was ist jetzt mit Clem? Oh, ist das übel. Oh Gott. Voll der Kloß im Hals? Ja. Absolut. Das war unschön. Boah, war das heftig. Gibt es noch eine nächste Episode? Nee, das war die letzte Episode, aber es gibt Teil 2 und da glaube ich auch nochmal 5 Episoden. Und ja, ich habe Teil 2 auch. Und ich fürchte, nach dem Ende kommen wir nicht drum rum, den auch noch zu spielen, weil wir wollen ja wissen, was mit Clem ist. Also ich, boah. Die ist jetzt ein 9-jähriges Mädchen ganz alleine. Und boah, wie schlimm muss das für dieses Kind sein, erst die Eltern zu verlieren, die Eltern dann als Zombies da rumwandeln zu sehen und dann ist die einzige Bezugsperson, die sie hat in dieser Welt, auch tot. Boah, ist das heftig. Da spielt man Clem. Ja, das weiß ich, dass man in Teil 2 Clem spielt. Erstmal kommt noch das DLC. Oh ja, stimmt, das DLC habe ich auch noch. Kommt noch eine kleine Sequenz. Okay. Gut, wir gehen jetzt erstmal durch hier. Also Lees Arm entfernt. 71% haben das tatsächlich gemacht, in der Hoffnung, dass es dann ja, länger dauert oder er sich vielleicht sogar retten kann, was er ja nicht konnte.
Frage ist, ob das tatsächlich einen Unterschied gemacht hat. Ich hatte so vom Spielen her, von den Sachen, die wir gemacht haben, das Gefühl, dass es gar keinen Unterschied gemacht hat, ob wir das gemacht haben oder nicht. Beherrschung verloren, du und 25% der Spieler haben ruhig mit Kenny diskutiert. Waffen aufgegeben, du und 59% der Spieler haben nach etwas gegriffen. In welcher Szene jetzt? Waffen? Ich weiß gerade nicht, welche Szene damit gemeint ist. Clementines Entführer getötet, du und 42% der Spieler haben den Fremden getötet. Ach so. Ach so, wahrscheinlich ist der Kopfschuss gemeint. Wahrscheinlich war er nach dem Strangulieren nur bewusstlos, ne? Oder gab es da noch eine andere Möglichkeit, das zu beenden? Abschied ließ Verwandlung gestoppt und 36% der Spieler haben Clem weggeschickt. Boah, so viele haben von ihr erwartet, dass sie ihn erschießt. Boah, das finde ich zu hart. Also es ist eine Geschichte, was ich auch schon hart fand, von Kenny zum Beispiel zu erwarten, seinen Sohn zu erschießen. Aber von einem Kind zu erwarten, die Bezugsperson zu erschießen, finde ich noch viel, viel schlimmer. Das finde ich noch viel härter. Und Lee kann ja da nicht weg. Er ist ja angekettet. Boah, ist das übel. Wird das schon schaffen? Sie ist ein starkes Kind. Ah, ja, aber es ist halt trotzdem total heftig. Der Streit mit Kenny im Dachboden war wohl gemein. Ach so. Ah, okay. Verstehe. Es wird übrigens sogar eine dritte Staffel geben. Die soll dieses Jahr noch starten. Ach, gut zu wissen. Rollender Dieb, hi, guten Abend. Du kommst ziemlich genau passend zum Ende von Walking Dead. ich habe Clem Lee erschießen lassen, damit sie das für die Zukunft abhärtet. Ja gut, so kann man es auch sehen. So kann man es natürlich auch sehen. Ich habe Clem Lee auch erschießen lassen, gute Übung. Ist Michonne nicht die dritte? Michonne ist, glaube ich, so ein extra kleiner Ableger. Fügt man in Teil 2 irgendwie das Savegame von Teil 1 hinzu, damit Clem etwas weiß, was man in Teil 1 entschieden gesagt hat? Das wäre sehr interessant zu wissen, ne? Weil wir haben ihr tatsächlich gerade am Schluss Ratschläge noch mit auf den Weg gegeben. Ende von Walking Dead oder Ende vom Stream? Beides. Wir sind tatsächlich gerade am Ende von Staffel 1. Gerade fertig geworden. Aber wir werden auf jeden Fall noch, also so wie es geendet hat, auf jeden Fall noch Staffel 2 spielen. Miniserie, keine ganze Staffel, genau. Gibt es nicht auch noch so ein 400-Days-Ding? Das, genau, das ist das DLC von Teil 1. Also das wäre hier von das DLC. Und Lila Launebärchen, vielen Dank fürs Follow. Dankeschön, mach's dir gemütlich im Fuchsbau. Und gute Nacht, Rollender Dieb. Ja, es ist halt, ja, wir haben sowieso schon über eine Stunde länger gemacht als geplant, aber naja, es war halt so kurz vor Ende, da wollte ich nicht abbrechen. So, dann gucken wir mal, ob jetzt tatsächlich noch eine Videosequenz kommt. Nee, warte, ach so, was ist das? Du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt, du hast ihm von deiner Vergangenheit erzählt, du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste und er starb beim Versuch, Ben zu retten. Ach, wir hätten bei allen wahrscheinlich 4 Stufen freischalten können, ne? Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine andere Option gegeben hätte. Du hast Lilly zurückgehalten, als Kenny ihm den Kopf einschlug. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Du warst an ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Du hast ihm geholfen, auf den Zug zu kommen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Was mich ja auch oder interessieren würde, wäre zum Beispiel bei Larry und Lilly, wie lange die beiden dabei gewesen wären, wenn wir uns nie nicht so jeweils entschieden hätten. Zum Beispiel, ob Lilly jetzt bis zum Schluss bei uns gewesen wäre. Oder ob da irgendwas passiert wäre. Bei Ben, du hast Ben um Hilfe gebeten, Clementine zu finden. Ben stürzte in eine Gasse in Savannah in den Tod. Carly, du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Du hast ihr zugestimmt, den anderen von deiner Vergangenheit zu erzählen. Du hast sie gegen Lillys Anschuldigung verteidigt. Sie wurde von Lilly getötet. Gut, da gab es ja anscheinend keinen Weg drumherum, dass das passiert ist.
Lilly war die am Straßenrand? Ja, genau. Dann könnte ich es verraten. Euka, ja, dann hau raus. Das würde mich interessieren. Ich bin ja jetzt eh durch, storymäßig. Würde mich halt tatsächlich interessieren, wie lange sie dann dabei gewesen wäre. Larry stirbt immer da, Lilly hätte. Stirbt immer da. Lilly hätte da, wo ihr den Zug findet, das Wohnmobil geklaut. Was? Und wäre dann alleine abgehauen? Boah. Das ist aber mies. Das ist aber wirklich mies. Als Dank dafür, dass wir ihr das mit Carly verziehen hätten, hätte sie dann theoretisch uns beklaut. Super, das ist ja wow, nett. Und Ray Fun, auch dir. Willkommen im Fuchsbau, mach's dir gemütlich. Vielen, vielen Dank. So, was haben wir bei Krista? Du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Du hast deinen Biss vor ihr verborgen. Du hast ihr und Omid gesagt, sie sollten ein Boot finden. Ja, ob das mit dem Boot so schlau war, weiß ich halt nicht, ne? Aber die zwei Alternativen waren ja, dass sie uns unten treffen sollen, was blöd wäre, weil die ganzen Straßen sind voller Walker. Und zum Zug schicken war auch blöd, weil wir beim Intro von Episode 5 jetzt gesehen haben, dass da überall Walker rumlaufen. Also dann hätten wir sie halt auch in den sicheren Tod geschickt. Deswegen habe ich das mit dem Boot genommen, weil ich dachte, das ist halt vielleicht am ehesten noch was, wo keiner unterwegs ist. Ihr hättet sie im Wohnwagen gefesselt, verziehen war da nichts. Ah, okay, ich verstehe. Verstehe. So, der blonde junge Mann von der ersten Folge, von dem ich den Namen leider vergessen habe, der ist mir schon beim letzten Mal nicht mehr eingefallen, war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Er war quasi der, der gestorben ist im Austausch für Carly. Wir konnten uns ja zwischen den beiden entscheiden, wem wir das Leben retten. Dann Doug, du hast auf Herschels Farm geholfen, sein Leben zu retten. In Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Du hast ihn erschossen, bevor er sich verwandeln konnte. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Oh ja, Batman und Robin. The air is thin, so we'll find a mountain path on down the hill. Tja. Meet me where the snow melt flows. It is there, my Was soll man sagen? Also es ist soweit. Ja, das Lied ist wirklich schön. Es ist halt so genau das Passende zum, oh Gott, super traurigen Ende. Also großartiges Spiel, muss man sagen. Aber irgendwie hatte man, also ich hatte tatsächlich nie das Gefühl, richtig zu handeln. Also egal, was man gemacht hat, hatte ich das immer das Gefühl, halt irgendwie mich falsch entschieden zu haben. Aber ich glaube, genau das möchte dieses Spiel auch. Nach dem Abspann kommt mal was, eine kurze Sequenz. Ja, ich lasse es auch durchlaufen jetzt. Schon halb zwei? Ja. Genau, wir haben schon halb zwei. Das letzte Mal, dass ich so einen Klotz hatte, war bei Bambi. Ja, das Ende ist auch nicht ohne. Und Gifty, auch dir vielen, vielen Dank fürs Follow. Mach's dir gemütlich im Fuchsbau. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist das Spiel, egal wie man sich entscheidet, irgendwas Negatives kommt damit, ja. Aber anders würde es irgendwie nicht passen, ne? Anders würde es bei Walking Dead einfach nicht passen. Weil es ist einfach, ne? Es ist eben eine postapokalyptische Welt und es ist einfach eine grausame Welt. Und wenn da irgendwie zu positive Sachen aus den Entscheidungen resultieren würden, dann würde man es dem Spiel, glaube ich, auch nicht abnehmen. Also irgendwie ist es ja genau das, was es so großartig macht, dass man sich weder richtig noch falsch entscheiden kann. Na, das hebt das Ganze ja auch so ein bisschen ab von anderen Spielen, die ich kenne. Oh Mann.
und wieder End You. Aber es gibt Telltale-Pets. Okay, also Clem ist zumindest aus der Stadt entkommen. Sie hat Omid und Krista nicht gefunden, was mich nicht sonderlich wundert, in so einer großen Stadt. Und sie ist auf jeden Fall vorsichtig. Das ist schon mal gut. Das scheinen zwar Menschen gewesen zu sein, aber ne, wir haben ihr gesagt, sie soll vorsichtig sein.